Eine kleine Information. Ich weiß nicht viel, aber ich möchte einfach nur was irgendwie die Natur schenken. Man sagt, jeder Baum irgendwie pro Jahr oder das Leben lang, wie der Baum wächst, macht eine Tonne Sauerstoff, sauberen Sauerstoff stellt der her und reinigt die Luft. Mehr weiß ich auch nicht. Und der Klima ist gut. Du hast frische Luft, du hast... Ja, mal gucken, ob man mich sieht. Okay, perfekt. Ja, ich bin jetzt hier. Die haben auch Pferde hier, sehr, sehr schöne Pferde. Ich werde jetzt erstmal hier einen wunderschönen Birnbaum, war das, ne, einpflanzen und... Ja, sehr schön hier auf jeden Fall am Bauernhof hier. Ja, wir gehen jetzt mal zum Baum. Achso, und da kommt wahrscheinlich der Baum hin, ne? Ja. Ah, cool. Ja, dann pflanzen wir doch mal ein. Ja, cool. Einmal. Aber die Breite ist auf jeden Fall, die reicht voll. Schwiegervater hat auch einen Pfirsichbaum im Garten. Ich sag, da was von. Ja, meine Oma auch, es hat geklappt. Okay, dann bräuchten wir einmal eine Gießkanne. Das ist jetzt aber ein bisschen schwierig. Oh. Ja, muss ich ja jeden Tag ein bisschen angießen auf jeden Fall. Ne? Du musst eigentlich nur ein, zwei Mal pro Woche. Pro Woche. Rein. Genau, so okay. Zwei Gießkannen ungefähr. Mhm. Ja. Eingeschlemmt? So eingeschlemmt. Achso, genau, man müsste eigentlich dann nochmal Erde kaufen, dass weicher ist, das so. Ja. Dass es besser durchsetzt hat. Teufel, ne? Ja. Und Sie sind der Erste, der den Baum hier kommt. Ja, die Höhe. Ja, die passt nicht. Die ist ja, ne? Ja, dann packe ich mal ein. Ja. Kann aber ein bisschen platt treten hier. Andere die Bäume mögen es, dass sie nicht, sag ich mal, tiefer sind als die Erde. Ja, genau. Sonst sind sie zu hoch angefüllt. Ne? Hier ist ja die Veredelung hier unten, ne? Ja. Ja, genau, ja. Ja. Wenn sie sowas haben, so ein Rohr hier unten ranpacken, dass es nicht von Insekten irgendwie verletzt werden. Ach so, Fressschutz praktisch. Ja, genau. So. Ja, so ein Gitter. Ja. Da gehen dann gerne so die Tiere dran zum Verbiss, ne? Genau. Verbiss, ne? Ja, ja, cool. Sehr schön. Freut mich. Ja, schön. Wow. Dann noch einmal schön gießen. Ja, nochmal einen Eimer. Ja, der Baum ist jetzt fertig. Wurde auch nochmal gegossen. Und das ist der erste Baum. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben einen Baum eingepflanzt. Und ich freue mich, dass Dirk bereit war, einen Baum zu besitzen. Sehr schön. Dann zu den nächsten. Ja, der nächste Garten. Hier kommen jetzt drei Bäume rein. Die Löcher wurden schon mal gebuddelt. Einmal hier, einmal dort und hier hinten. Ja, wird auf jeden Fall eine schöne kleine Halballee. Was soll denn für ein Baum hier rein? Vielleicht der Apfel. Der Apfel? Mhm. Okay. Rechts der Maulwurfshügel. Ah ja, das ist auch gute Erde. Erde ist Erde, ne? Ja. Ich probiere mal aus mit den Händen erstmal doch noch zu machen. Okay. Schön, der erste Baum. Ein Apfelbaum. Dann einmal nochmal gießen und dann kommt der zweite. Yay! Ja, am besten könnt ihr dann noch später oder wann auch immer so einen Stock hinmachen. Dass er nicht zu weit. Dass er nicht sich schief, genau, dass er nicht schief wächst. Super. Ja, so ein bisschen aufmachen, so ein bisschen. Ja, so ein bisschen. Ja, genau. Damit die Wurzeln frei werden. Ah. Er hat das so gemacht. Da ist schon ein bisschen Wasser rein. Ein schlechter Baum besser. Achso, ja, stimmt, da muss ein bisschen Wasser noch rein. Oh ja, unbedingt. Gut, dass du das sagst. Sorry. Ja, ich trete mal mit. Halten, geht nur. Du brauchst nichts, ja. Nur halten. Ja, ich auch. Ja, beide. Komm. Beide nehmen ein Video. Wenn einer es nicht schafft, nimmt auch mit zwei halten. soll ich mithalten? So ein Stab. Der hat auch andere Wurzel als die anderen Bäume. Es ist ein bisschen laut hier, aber ja, das ist der Gute hier. Hinter der Kamera auch.
Vielen Dank. Danke. Ja, bitteschön. Das ist der erste Baum, das wir haben in unserem Garten, das wir haben gemacht heute. Danke. Ja, ich danke auch. Vielen danke Dank. Dir. Schön. Ne, du musst so aufnehmen. So? Genau so. Sag, wenn du so weit bist. Ich nehme alles schon auf, du musst nichts machen. Alles klärchen, kriegen wir hin. Ja, nächster Baum, der Pflaumenbaum. Ich habe wieder einen neuen gefunden, der heißt Patrick. Moin. Auch Kameramann gerade. Ja, dann hier soll also der Baum hin. Der ist auf jeden Fall schon mal richtig schön. Der ist schön schwarz. Achso, Gießkanne hast du auch schon her. Mhm. Du bist jetzt der fünfte. Ist ja geil. Sogar schon mit Wasser drin. Oder mehr gesagt, der fünfte Baum ist es jetzt. Ja geil, und am Samstag hast du noch dich gefragt, wie du es wegkriegst. An die Nachricht weiß ich noch. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich so viele Leute kriege. Ja, ich habe wirklich gedacht, erst, melden sich da überhaupt viele am Ende? Haben Leute überhaupt Interesse auf so einen Baum? Am Anfang war das ja so, gefühlt 80% haben alle abgesagt. Jetzt am Ende hin haben sich alle gemeldet. Jetzt einmal nachgießen, dass unten schon mal Wasser ist für die Wurzeln. So, jetzt einmal noch mal gießen. Ja, perfekt, der fünfte Baum. Top. Leute, es geht weiter mit dem Projekt. Schön. Top. Vielen Dank, Patrick, dass du dabei bist. Jo. Ja, der letzte Baum, Leute, dann ist das Projekt vorbei. Ich habe noch welche gefunden, die haben Bock auf den Baum. Wir pflanzen den Kirschbaum ein. Ich muss den erstmal hier auswickeln. Und wenn das hier bis euch gefallen hat, Leute, wenn ich euch damit irgendwie motivieren konnte, selbst Bäume einzupflanzen, schreibt es doch gerne mal in den Kommentaren. Das würde mich mal sehr interessieren. Jetzt brauchen wir mehr Erde, ne? Was sagt man, der letzte Stein wird gelegt oder die letzte Erde? Projekt fertig. Ja, Leute, das Projekt ist vorbei. Ja, ich wollte einfach nur mal Bäume einpflanzen und das habe ich, glaube ich, geschafft. Und wenn ihr auch irgendwie motiviert seid, Bäume einzupflanzen, macht das, weil es könnte genau so aussehen hier irgendwann. Vielleicht hat das euch angeregt, das selbst zu machen, das wäre cool. Wer weiß, vielleicht wären das ja irgendwie 100 Bäume. Wäre schon cool. Ich weiß, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber ich wollte einfach was Gutes tun. Und ja, hilft mir. Liked, abonniert. Vielleicht ja, geht das Video überall hin und inspiriert Leute wie euch. Tschüss. Ich sehe auch einen riesen Kirschbaum. Habt ihr auch hier? Ja, der ist gut für uns. Ja, ja, richtig. Das ist eine ganz alte Kirche sogar. Mhm. So, von dort kommt die Sonne oder da geht die Sonne unter? Ja, da geht die Sonne auf. Da geht die auf. So rum. Ah, okay, cool. Für den Kreis. Und im Westen geht sie wieder unter. Ne? Ja. Jo.